Es war ein Abend so wie immer. Ich schaltete das Fernsehen ein. Da kam vom Bildschirm in meinem Zimmer der Blick von einem Kind herein. Der Ton, der vorher leise war, den stellte ich dann lauter. Die Augen und sein blondes Haar, sie wurden stets vertrauter. Ich hörte dem Bericht dann zu, erfuhr das Kind, es ist sehr krank. Die Eltern fanden keine Ruhe, die Hoffnung täglich etwas sank. Man bat drum, Knochenmark zu spenden, denn sonst muss dieses Kind bald gehen. Dann wird dies kurze Leben enden, wenn wir ihm nicht zur Seite stehen. Woche sah ich dann, wie Hunderte dran dachten, zu helfen, wo man helfen kann, und Hilfsaktionen machten. So standen nun in mancher Stadt die Menschen an in Schlangen. Ein Bild, was mich beeindruckt hat, wie viele Menschen bangen. Ich dachte oft an dieses Kind, weil meines nicht viel älter war. Und ist man nicht vollständig blind, ging einem dieses Schicksal nah. Die Zeit verging, es lief die Uhr, dann fand man einen Spender. Dem Kind ging's gut, wie ich erfuhr, so kam es über den Sender. Lief noch ein Bericht, ich lauschte jedem Ton und hörte, wie die Mutter spricht: Habt Dank für meinen Sohn. Ein jeder Mensch soll daran denken: Gesundheit ist das höchste Gut. Und wenn wir anderen Hilfe schenken, dann finden viele wieder Mut.